Ah, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber irgendwie klang das Lied am Anfang irgendwie hier so. Oh. Soll ich euch noch eine Frage stellen? Ach komm, ich stelle euch zu viele Fragen in einem Part. Wir warten mal kurz bis zum nächsten Part, dann stelle ich wieder eine Frage. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Aber es geht ja oft immer so, Leute, ne? Ich lese es ja auch immer wieder, nicht nur bei mir, auch bei anderen. Dass dann da steht, ja, ich gucke mir zwar die Videos an oder sowas, aber ich weiß noch nicht, was ich in die Kommentare schreiben soll, weil die denken dann auch immer, ja, immer wieder schreiben, gutes Video, geil, das finden die nicht so prickelnd auf Dauer. Also ich zum Beispiel würde mich auch darüber immer wieder freuen, ne, dass man wenigstens weiß, dem hat das Video gefallen. Ist besser, als wenn man gar keine Rückmeldung kriegt. Aber jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ah ja, genau, also einige wissen dann immer nicht, was sie schreiben sollen und deswegen, kann man doch immer so eine kleine Vorlage geben, dann sage ich euch zum Beispiel, stelle ich euch eine Frage oder sowas, dann könnt ihr was schreiben. Dann freue ich mich, dass ihr ein bisschen mit mir kommuniziert und ich ja nicht so ganz alleine bin in meiner kleinen Hütte. Und ihr könnt euch freuen, mir eine Freude zu machen. Ihr habt was zum Schreiben. Ja, so in der Art. Okay, wie habe ich das hier drin gemacht? Ich habe einen Balken in der Mitte. Hä? Lol. Warte mal. Ja. Lol, nee. Erstmal hier runter. So. Nee, stimmt nicht. Hier kommt ein Auge rein. Und zwar genau da. So. Genauso auf der anderen Seite nehme ich an. Nehme ich an. Nehme ich richtig an. Oder liege ich mal wieder falsch? Ich liege richtig. Sehr gut. Unser Holz ist gleich leer. Alter, Vater. Ja, müssen wir halt ein bisschen Holz hacken gehen, wa? Kostet zwar wieder doof Zeit und so, aber egal. Egal, egal, egal. So, und dann haben wir hier in der Mitte so einen Balken. Einen kleinen Balken hier so. Nein, das ist falsch. Mann, was machst du hier für einen Rotz? So, und dann kommt hier noch so. Nein. Hier kommt auch noch so. Haben wir dann noch Glas? Wir haben kein Glas mehr. Machen wir uns ein bisschen Glas. Ich habe ja endlich mal ein bisschen mitgedacht und habe mir ein paar Materialien schon mal mit runtergenommen. Ansonsten würden wir hier Ewigkeiten immer hinterlatschen. Und ich denke, das findet ihr genauso wenig interessant wie ich. Oder nicht, das war falsch. Möcht ihr erst, wenn wir mal zu unserem Lager laufen? So, hier oben wieder ein bisschen Glas. Dann kommt. Da dunkles Holz und da, da und da. Hier kommt noch so ein helles Holz hin. Und dann ist schick. Hätten wir wieder einen kleinen Teil vom Haus fertig. Wahnsinn, wie lange das dauert, ne? Wenn ich mal auf die Uhr gucke, jetzt hier eine halbe Stunde schon wieder gespielt. Oder aufgenommen, besser gesagt. Und trotzdem. Ja, doch, wir haben ja schon mal ganz gut. Ne? Ich meine, das ist schon. Doch. Ist doch ziemlich groß, ne? Ist auch ziemlich hoch eben. Doch gerade, dass das Creative fehlt und so. Aber bis jetzt sieht es doch ganz, ganz gut aus, oder? Ich finde es ganz okay. Ganz okay, ganz okay, ganz okay. So, neuer Part ist da. Nächste Frage. Genau, also Winter. Ich freue mich unheimlich auf. Unheimlich. Komm, wollen wir mal nicht übertreiben. Also, ich freue mich doch auf den Winter. Irgendwie. Also, ich finde den Herbst. Ich finde den Herbst ziemlich kacke. Kann ich gleich mal so ganz offen sagen. Ich nehme eh kein Blatt vom Mund. Nee, müsst ihr wissen. Was macht die Fackel hier? Lieber nicht fragen. Also ich finde, Herbst ist eine Scheißzeit. Ist hammer Scheiße, ja. Ich meine, es ist matschig, es ist so komisch kalt und nass und so und das ist doch einfach doof, ne? Also findet jemand von euch den Herbst toll? Wenn ja, dann schreibt mir doch mal warum. Warum der Herbst? Ich weiß nicht. Frühling? Kann ich verstehen, ja. Aber meine Lieblingsjahreszeit ist, denke ich, ist Sommer, Winter, Sommer, Winter. Ja, ich denke doch schon der Sommer. Weil ich. Mir ist lieber warm. Und von mir aus schwitze ich auch wie eine Sau. Und bläh, aber eklig. Ist mir immer noch lieber, als wenn ich friere, ne? Frieren ist Kacke.
ich friere nicht gerne. Ja, gut, ich glaube, niemand friert gerne. Aber da ist mir lieber warm. Es gibt doch welche, die sagen, nee, so, wenn mir so warm ist, nee, es ist eklig. Und dann. Aber das ist mir immer noch lieber. So, wir brauchen hier mal eine neue Axt. Ja, und deswegen, also Winter ist immer so schön gemütlich, ne? Und das ist die Fresszeit. Also. Jetzt wollte ich gerade sagen, bei mir ist immer Fresszeit, aber. Okay, wollen wir es mal nicht übertreiben. Aber das ist ja nur wirklich die Fresszeit überhaupt, ne? Mit den Feiertagen und dann, boah, immer dieses fettige Zeug ineinander, immer Fleisch auf dem Tisch. Ist schon krass. Und dann nicht die Süßigkeiten zu vergessen, ne? Also ich selber. Oh nein, jetzt haben wir keine. Mist. Naja. Also ich selber hole mir eigentlich so ziemlich selten irgendwie irgendwelche Süßigkeiten. Also ich liebe Schokolade, ich liebe Süßigkeiten, ja. Das kann ich nicht abstreiten. Aber wenn ich einkaufen gehe oder so, dann greife ich nicht automatisch dahin oder sowas. Dann sieht man das oder sowas, denkt man, ja, könnte man essen, aber nein. Man denkt dann doch wieder an seinen Körper und dass man das ja eigentlich gar nicht möchte und es im Nachhinein sowieso bereut. Also selber kaufen tue ich das nicht, aber wenn ich weiß oder so im Haus, oh, da befindet sich Schokolade, oh, dann darauf zu widerstehen, dann da zu widerstehen, oh, das ist, finde ich, unheimlich schwer. Das kann ich nicht. Nee, das finde ich krass. Das hatten wir hier nicht. Das bauen wir wieder zu. Egal. Ja, also das zum Beispiel, das kann ich. Kann ich wirklich, wenn ich dabei ist, dann muss man da immer wieder so rangreifen, ne? Und dann schwuppst du ohne man sich die Schokolade weg. Ach ja, das sind immer diese kleinen Sünden im Alltag, die man begeht. Aber ich sage immer so, das sagt doch immer, übrigens immer unsere Klassenlehrerin. Sie ist auch sehr gerne Schokolade, sagt sie uns immer wieder. Dass immer noch lieber Schokolade essen oder so, ne? Und auch wenn mal 1-2 Pfund mehr eben drauf sind, okay, ist aber immer noch besser als zu rauchen, sagt sie uns immer, ne? Boah, stimme ich ihr in dem Sinn zu. Ich meinte, kann ich euch ja sagen, ich bin ja ganz offen zu euch, ne? Bin noch nie geraucht, aber das habe ich schon mal gesagt oder so. Ich habe auch noch nie irgendwie mal probiert, mal gezogen oder sowas. Weil ich dazu gar keinen. Warum? Soll ich mich dann besser fühlen? Ich weiß, ich habe es getan. Ja, irgendwann werde ich es bestimmt mal machen oder so. Keine Ahnung. Wenn es nicht sein muss, dann nicht, ne? Ich meine, so ein bisschen Angst. Ich denke nicht, dass man da gleich unbedingt süchtig wird, aber ich will es auch gar nicht, ne? Ich meine, wenn ich schon Süßigkeiten esse, dann muss ich nicht auch noch rauchen. Aber wenn ich vielleicht rauchen würde, dann würde ich vielleicht nicht mehr so viele Süßigkeiten essen. Beides zusammen, dann ist das so am schlimmsten. Ach du Sapling, das machst du da drin. Oh, war ja. Okay, lasst uns ein bisschen Holz hacken. Hey, das macht Spaß. Finde ich geil. Aber muss auch sein, ne? Ist nun mal Minecraft. Und ich kann es immer wieder sagen, das war ein hammergeiles Gefühl damals. Zum ersten Mal Minecraft und Sand abgebaut. Und dieses Feeling, ne? Dieses Feeling, ey, das ist der Wahnsinn. Und warum wächst du eigentlich nicht? Das war Hammer. Ich hab da so abgefeiert, echt. Ja, das war schon hammergeil. Das war schon hammergeil. Eine doch so simple Idee, alles abbauen zu können und dann so ein Riesenabfall, muss man sich mal vorstellen, ne? Und übrigens soll Daisy ja bald als Vollversion rauskommen auch, ne? Ich glaube noch dieses Jahr irgendwann. Also dass denn Daisy, let's play ich auch, ist ja eine Mod von Arma 2, so mit Zombies und Überleben und so. Und da kannst du jetzt, so Mod heißt, du brauchst das normale Spiel, also das Arma 2. Lol. Oh. Und das wird dann eben ein eigenständiges Spiel. Das ist halt dann. Hier ist die Front. Die habe ich noch nie von außen gesehen. Ja, guck mal, hier ist unser kleiner Swimmingpool. Sieht so ein bisschen kahl aus, irgendwie fehlen Bilder. Wir sollten bei Zeit nochmal Bilder daran machen. Sieht so ein bisschen nackig aus. So, und jetzt habe ich das Thema verloren. Ach ja, genau. Also soll eigenständig werden da, Daisy und so. Und ich denke, das werde ich mir auch holen. Genau. Und dann wäre ja dann noch Warzy. Was ja immer so als billige, also als Kopie von Daisy immer angesehen wird. Aber gut, ich bild mir da eine Meinung, wenn ich das mal selber gespielt habe. Ich habe da so netterweise so ein Gäste-Key bekommen.
Da kann man dann irgendwie so für 48 Stunden oder so, kann man da mal spielen. Und ja, werde ich dann vielleicht auch ein kleines Angezockt zu machen und dann können wir mal schauen, wie das so ist. Im Grunde soweit erstmal selber Prinzip und so, auch statt Zombies, Überleben kämpfen, Sachen sammeln, andere Spieler töten oder dich mit ihnen zusammenschließen. Man wollte ja töten. Ja, genau. 41 haben wir jetzt schon mal wieder. Naja. Ja, genau so sieht's aus. Aber Assassin's Creed 3. Ah, auf das Spiel. Also wirklich, ist schon lange her, seitdem ich mich auf ein Spiel so richtig gefreut habe. Aber darauf. Nach Assassin's Creed Brotherhood und Revelations, die ja doch. Ich äußere mal vage die Vermutung, dass die doch ein bisschen floppig waren. Also, glaube ich, das Spiel, das wird ziemlich, ziemlich geil. Ich wollte gerade sagen, schade, dass es da kein Coop gibt oder Co-op. Ich weiß immer nicht, Coop, Co-op? Egal. Gibt von, aber ich denke, das würde einfach storytechnisch gar nicht so gehen, ne? Und außerdem geht es ja immer noch um Desmond Miles, der ja da durch die Zeit reist, in Anführungsstrichen, die Erinnerung da. Und dass dann auf immer zwei Personen sind, das wäre auch leicht unlogisch. Also wenn ihr mich fragt, ein Lieblingsspiel, ich glaube, mein Lieblingsspiel ist wirklich die Assassin's Creed-Reihe. Wenn man nach den Spielstunden geht, ja, okay, da ist Minecraft natürlich vorne, aber... So, jetzt macht doch mal hin hier, wir haben da Bauen wir hier. Aber ich glaube, Assassin's Creed ist wirklich ziemlich, ziemlich geil. Oh, ich weiß noch damals, als ich zuerst mal Assassin's Creed gesehen habe, also da war ich noch relativ jung. Ich würde mich jetzt noch nicht als alt bezeichnen, aber noch jünger. Und da habe ich es zum ersten Mal gesehen bei meinem Halbbruder, da hat er das gespielt, Assassin's Creed 1. Ich habe das gesehen, ich dachte, das ist total das monströse, brutale Killerspiel. Aber irgendwie fand ich es doch faszinierend. Und dann habe ich zum Geburtstag, genau, habe ich das gekriegt. Fast gleichzeitig mit Assassin's Creed 2. Und ich war von den Socken. Hammergeil. Ich finde es schade, dass ich konnte Assassin's Creed 1 nie zu Ende spielen. Da gab es einen Bug bei mir im Spiel. Aber ich weiß wenigstens, wie es zu Ende geht. Also wirklich. Was ist euer Lieblingsspiel? Also bis jetzt. Es kommen ja natürlich immer wieder neue Spiele. Aber bis jetzt. Was ist so das Spiel? Oder was denkt ihr, was wird noch lange Zeit ein einziges Spiel sein, was ihr wirklich noch mehrere Male spielen könnt? Was euch in Erinnerung bleiben wird? Was ihr hammergeil fandet? Das könnt ihr mir auch mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn ich nach meinem Lieblingsspiel-Genre fragen würde, das wäre wieder schwer. Es gibt so viel. Gibt so viel, zu viel. Früher habe ich euch schon mal gesagt, da habe ich fast nur Strategiespiele gespielt. Finde ich übrigens immer noch ziemlich geil. Und hier den Hardy von Pete's Meeting, denke ich, könnt ihr auch. Der hat letztens in der Trash Night eine Aussage gemacht und ich habe so abgefeiert, als ich das gehört habe. Also ich habe geschmunzelt, gelacht, weil genau dasselbe habe ich auch schon mal gedacht. Denn er träumt von einem Spiel, ein Strategiespiel wirklich, wo man seine Einheiten hin und her kommandieren kann. Und dann auf Klick auf diese Einheit kann man in dessen Rolle schlüpfen und dann sozusagen als Soldat an der Front stehen und selber kämpfen. Und genau diese Fantasie, diesen Wunsch hatte ich auch schon mal. Genau die Vorstellung. Also ich habe auch gedacht, das kann doch nicht sein oder sowas, dass der jetzt genau dasselbe denkt. Das fand ich halt schon irgendwie lustig, ja, dass manchmal sowas passiert oder sowas. Wir sind Seelenverwandte. Ja, das war schon cool. Aber wäre da wirklich cool, also, wenn so ein Spiel mal rauskommt oder so, ne? Ich denke, das kommt gut an. Vor allem, weil dann eben das Publikum, das angesprochen ist von Strategie, Ego-Shooter, Action und sowas, ist ziemlich gut. Was war das denn für ein kleiner Baum? Wenn alle sich über dieses Spiel freuen, ne? Und sich das dann wahrscheinlich auch holen. Ja, schon ziemlich geil. So, ich denke, damit wir hier noch ein bisschen vorankommen, gehen wir jetzt mal wieder runter. Ich weiß nicht, ob das jetzt reichen wird an Holz. Wir haben jetzt hier knapp ein bisschen über einen Stack an dunklem Holz gesammelt. Schauen wir mal, wie wir da kommen. Mit dem Dach überlege ich mir nochmal. Vielleicht baue ich das offscreen. Nur mal einen kleinen Teil vom Dach vor. Um mal zu schauen, wie ich das mir vorstelle. Vielleicht könnte man das doch mit Helmholz machen, ne? So als Kontrast, als schönen Kontrast vielleicht. Schauen wir mal. Okay, weiter geht's mit der nächsten Wand. Wir greifen jetzt mal wieder kleifen. Wir greifen hier mal wieder zu dem Holz. Und schauen, wie wir das hier gemacht haben. Also wir haben hier hoch, zwei Augen. Und dann haben wir hier zwei Quere. Okay. Also wir haben da einen hohen. Oder habe ich den Block hier abgerissen?
Oh. Das ist natürlich doof. Der dürfte hier sein.